2010, almost 2011, and it's time for courage. German Stampede is showing everybody, not just in Germany, but around the world, what pro wrestling is all about. And tonight, Joe Legend, you're the first guy that I'm going to go after. My interest in wrestling grew very early, when I was like 12 years old, the early 90s. Wrestling was very popular in Germany. That it was a lot of comic characters around there, and for a little kid it was fun to watch. And I think I saw my first wrestling events with some friends from school. At first I thought, oh, it's very violent, but then I saw it's a lot of fun, it's a lot of spectacle, and I immediately liked it. With the first money I earned after school, I did my first wrestling event in Berghausen, was the name of the village. I messed a lot of stuff up, but it was a very good show all in all, and I was proud of the work I did. And afterwards I thought, okay, let's try another event. And so that was back in 2001. And I founded German Stampede Wrestling, and it grew and grew and grew, and there were many people interested in the product. And overall, I did 55 events until 2010. I've been involved with GSW since the very early, very, very first events they had, which was about 8 or 9 years ago. They started 9 years ago. I came in just a bit later. So I've been with them pretty much since the beginning. GSW has some of Europeans' finest talent, and they also like to bring out talent from the United States. And I like that because it just helps everybody learn and, you know, try out new things and get more experience. And you know, I think when I look at the crew now, they've come such a long way from when they started. But, you know, all in all, they're just a bunch of people that really have heart for the sport of wrestling. And, you know, it shows because they just keep getting better. GWF, the German Wrestling Federation, was always located in Berlin. There were Crazy Sexy Mike, Hussein Cher, and Ahmed Cher, and the two brothers. They founded the promotion here in Berlin. Also die Liga erstens ist ja, gehört mir. Ich habe die Liga gegründet mit meinem Bruder zusammen. Wir haben die Liga ja auch gegründet aus dem Grund, dass es damals ziemlich schwer gewesen war, mit ein Gewicht von 90 oder 80 Kilo ins Wrestling-Business zu kommen. Da hat man die Chance nicht bekommen und das auch nicht gelernt bekommen. Und vor allen Dingen war das so, dass man viele Angst hatten vor der Konkurrenz, wieder die nachzuzügeln. So. Also haben wir die Schule irgendwann mal aufgemacht, um zu sagen, wir bieten den Leuten das Wrestling an, damit sie es richtig lernen, anstatt backyard-mäßig auf der Straße. Wir haben eigentlich damals 97 einen Raum für uns gesucht, eine Möglichkeit, wo wir trainieren können für uns. Haben wir dann einen Raum gefunden, haben dann da trainiert und haben sich Leute angemeldet, haben gesagt, kann man das auch lernen? Er sagt, ja, wir waren noch nicht ausgebildet gewesen. Wir haben gesagt, ja, wir können nur euch die Dinger zeigen, die wir irgendwo gelernt haben, auf Shows, auf Touren, irgendwo wo wir waren. Wir können euch mal das beibringen, was wir gelernt haben unterwegs. Ja, und dann so hat das seinen Lauf genommen. We always got emails from fans from Berlin who asked us, will you ever come to Berlin or to East Germany or whatever? And I thought, I got the training school here, I got a good contact with the guys, and I asked them if they want to join GSW. And now GWF, the name is dropped, it's just GSW Training School Berlin, and they will train people for GSW. We'll be right back.
GWF, das sind zwar nur drei Buchstaben, aber diese drei Buchstaben bedeuten mir persönlich sehr, sehr viel. Also ich persönlich denke nur Gutes über die Liga, weil hier steckt alles drin, was man fürs Wrestling braucht. Und hier steckt besonders auch viel von meinem eigenen drin, also Schweiß, Blut, Tränen, was man halt für das Training opfert, was man halt für die Leidenschaft, das Wrestling halt opfert. Okay, these are our posters for the Berlin event. As you can see here, that's Murat Bosporus and his big belly in the middle. Berlin is a very big city and you have to see on the first view that it's wrestling and nothing else, not a rock concert or whatever. Es ist lustig, weil wo Ingo angefangen hat damals, habe ich ja gedacht, ich bin länger als er natürlich im Business und er kam irgendwann und wollte eine Promotion aufziehen und ich wusste, wie schwer es in Deutschland überhaupt eine Promotion aufzuziehen ist. Also tut man sich das auch nicht an, denjenigen wirklich versucht kennenzulernen, ja? Aber derjenige hat mich nochmal angerufen und noch eine Show gemacht und immer wieder eine Show und immer wieder eine Show. Und dann habe ich gedacht, oh mein Gott, der Junge macht wirklich was, was ich nicht an ihn geglaubt habe. Ich habe es einfach nicht geglaubt. Und mittlerweile kann ich sagen, GSW ist die deutsche Liga in Deutschland. Es gibt einige gute Promotion, aber für mich ist GSW einfach ein Ziel, wo man sagt, das könnte die WWE Deutschlands werden. We want to give the fans something that they want to see, something very spectacular, something shows with a lot of special stuff that you don't see at the WWE house shows. But in general, I think GSW wants to be a bit more real, a bit more realistic and more down to earth. I'm a promoter, but I also love to watch wrestling. And if I see WWE these days, there's a lot of on the program that I think isn't about wrestling. It's just about entertainment and it's just about stupid fooling around, nothing seriously. So I want to change that with GSW, and I think that's why we're also interesting product for many people maybe in the USA who like that kind of wrestling. People can follow us on our website and they can see the events even if they're from the USA or from Canada or from Mexico or Japan or wherever. And that's important for me, that we are trying to get attention worldwide. I like GSW because I think what they're doing right now is very unique. This idea of like the TV shows and then to be able to put them online for everyone to see. Obviously the production values are top notch. The talent they're bringing in, to be bringing in guys from all these different countries, is top notch. So I like that they're pulling no punches, and it's like they're going at this like 100% to see what it does, because it really is unique as far as this is the 16th country that I wrestled in, and I haven't really seen this anywhere else. So it's really like a worldwide experiment of sorts, and I believe in the product, so it'd be cool to see where it goes. Langzeitziele. Ganz ehrlich, früher hatte ich andere. Früher war es der große Wrestling-Superstar zu sein, der dann Millionen verdient. Heutzutage ist es mir egal. Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Ich bin dankbar für das, was ich habe. Wenn ich aber, wenn man mich fragt, gibt es noch irgendwas, wo du richtig Energie reinstecken würdest, dann wäre es Tatsache, die GSW in Deutschland so zu etablieren, dass nachkommende Wrestler wie unsere Schüler hier irgendwann mal eine Anlaufstelle haben, wo sie sagen, okay, da kann man Pro-Wrestler werden. Man muss nicht nach Amerika oder nach England, Japan oder Mexiko, sondern man kann in Deutschland Pro-Wrestler werden und auch davon leben. Wir lernen das Wrestling, das Können und alles Mögliche. Und Ingo macht mit den Shows aus diesen Leuten bekannte Leute dann. Also sozusagen, die Leute können nicht nur Wrestling lernen, sie brauchen auch Ingo, um groß rauszukommen. I want to create superstars. I want to create a certain high quality wrestling product that you see in the States already. And I think in Germany we're the only ones who try something like that.